Grüezi miteinander. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie Ihren Warenkorb in verfügbare und nicht verfügbare Artikel splitten können, um so Ihre Bestellungen schneller zu generieren. Dazu suchen wir jetzt gerade unsere Produkte. Das wäre jetzt der Weber 2000er. Könnt gerade direkt einen Sack hinzufügen. Und danach können wir den Flumrock suchen. Da suchen wir jetzt den Flumrock Bodenplatte. Da können wir die Alternative hinzufügen, die 40 mm, die jetzt nicht verfügbar sind. Tun wir 4 Pack im Warenkorb legen. Dann im Warenkorb haben wir da diverse Artikel schon hinterlegt. Als nächstes suchen wir unser Objekt aus. Das wäre Zürichstrasse in Luzern. Die Lieferadresse wird ebenfalls gerade angepasst. Wenn alles in Ordnung ist und stimmt, dann kann man zur Kasse. Und da geht man auf Abholung. Muss eine Abholung, eine Teilabholung machen. Dementsprechend werden alle verfügbaren Artikel gesplittet. So, bestätigen. Jetzt können wir nochmal einen Schritt retour. Jetzt sehen Sie alle Produkte, die verfügbar sind, wo sofort abholbar, aber auch sofort lieferbar werden. Jetzt kommen wir nochmal zur Kasse. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit, das Material sich zu liefern lassen, mit dem gewünschten Lieferzeitraum, wo man natürlich auch manuell bearbeiten kann. Das Material, das nicht verfügbar ist, das finden Sie da oben im Warenkorb Split. Wenn man da draufklickt, zeigt es die anderen Produkte an, die nicht verfügbar sind. Die Bestellung kann dann direkt mit einer Standardlieferung abgeschlossen werden.